guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Heute mal was Außergewöhnliches, das haben wir doch nicht alle Tage. Ich weiß nicht, der ein oder andere sieht es vielleicht durch die Hecke. Das große gelbe Etwas. Ja, bei uns ist unten unterhalb vom Grundstück ein Heißluftballon gelandet, notgelandet. Die hatten wahrscheinlich kein Gas mehr oder war es zu kühl oder wer weiß. Ich habe nicht nachgefragt. Ist auf alle Fälle mal recht spektakulär, sowas hat man noch nicht gesehen. Ein Riesenteil. Also echt faszinierend. Das ist genial. Also sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Man sieht es zwar immer fliegen, aber so nahe. Ein Monster. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, also sowas ist doch mal interessant. Die haben jetzt gelandet und jetzt falten sie nicht, so wie es ausschaut, zusammen. Also gehe ich zumindest davon aus, ist wahrscheinlich die Rundfahrt hier beendet oder die warten darauf, dass es irgendwie wärmer wird oder keine Ahnung. Aber das ist doch mal ein Spektakel gewesen. Sowas hat man wirklich nicht jeden Tag. So, nun ist Samstag. Ja, gestern habt ihr den Freitagsflug gesehen. Ja, und heute früh bin ich recht bald aufgestanden. Ich habe mir heute mal die Arbeit gemacht. Ich habe es im Video schon geschrieben, es wird Zeit, dass ich versetze. Ja, ich habe meinen Zaun versetzt, wie man sieht. Die Schneise geht jetzt da rauf und oben ist wieder grün. Und jetzt dann oben her entlang. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zaun, dass es bis hinten an die Hecke reicht, aber das macht auch nichts. Da setze ich nicht dann da unten wieder runter, also die ich quasi da wieder runter. Und das oben kann ich immer noch dann mit dem Balkenmäher wegmachen. Und ihnen so über den Zaun schmeißen. Und dann passt das auch. Ja, hier bin ich soweit fertig. Die Koppel muss dann wieder abgeäppelt werden, ganz klar. Das ist logisch. Also die alte, das habe ich so gemacht, dass ich dann schön rankomme. Das mache ich aber heute nicht mehr. Da wird es mir dann zu spät. Außerdem, ich weiß nicht, ob man sieht, es regnet. Ja, wir haben wieder ein bisschen Regen. Schön. Freut mich wieder. Heute auch nicht ganz so heiß, also wenn ich jetzt etwas verschwitzt bin, liegt es daran, weil ich den Zaun gerade versetzt gehabt habe und den Stall ausgemisst habe. Mein Standard halt jeden Tag. Also nicht, weil es so warm wäre, sondern es ist eigentlich recht angenehm. Wir haben jetzt knapp 20 Grad und ein bisschen Regen dazu. Ich find's ganz schön. Kann man schon zwischendurch einmal gebrauchen. Da schwitzt man nicht so. Ja, wie gesagt, da bin ich fertig. Ja, und gestern Nachmittag, ja, gestern habe ich Frühschicht gehabt. Gestern Nachmittag ist auch ein bisschen was passiert bei mir. Ich habe am Kramen wieder weitergemacht. Und was ich genau gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Meine Bastelarbeit gestern. Werkzeugkasten, und wie man sieht, der Werkzeugkasten hat wieder ein Türchen. Lässt sich auch öffnen, Moment. Geht ein bisschen stramm, wenn er verbaut ist, geht es einfacher. Ja, ich habe gestern überlegt, wie machst du das, schneidest du aus dem alten raus. Also was ich jetzt vom alten Werkzeugkasten übernommen habe, ist dieses Blech da, weil das hatte ich ja auch nicht mehr. Da waren ja nur noch die Stummel von den alten Scharniere dran. Die waren ja komplett weggerissen. Also ich schätze mal, da war das Türchen offen oder es hat einer abgerissen oder wer weiß. Ja, und dann habe ich mir gestern gedacht, wie machst du das jetzt am geschicktesten? Nimmst vom alten Kasten das Scharnier. Und dann kam mir die Idee, ja, wozu arbeitet man im Baumarkt? Ich habe doch kleine Möbelscharnier und die schauen exakt so aus wie die alten. Die alten waren halt angeschweißt und die neuen, die sind jetzt mit Nieten angenietet. Geht genauso. Es funktioniert. Wie gesagt, ich kann hier jetzt mal Werkzeug reintun oder Schrauben oder was man halt gerade so hat, vielleicht einmal einen Lappen, mal Zanger oder was. Kann das Ganze zumachen und mir geht nichts verloren.
Ja, was zum Beispiel immer drin war beim K15, das sind die Schlüssel, dass ich das Mähwerk aufmachen konnte. Eigentlich war da mal Flügelschraube dafür, aber die ist weggerissen und dann habe ich ganz normale Muttern drauf gemacht. Hat auch funktioniert, habe ich halt immer einen Schlüssel gebraucht, wenn ich es runterlassen wollte, aber auch nicht dramatisch. Ich meine, mich hätten wir ein paar Flügel an die Muttern noch machen können, aber es ging ja auch so. Ja, und da ist halt, wie gesagt, habe ich mir gedacht, jetzt, wenn der Bulldog schon gemacht wird, dann mache ich doch das Werkzeugkästl mit. Weil wenn, dann soll er ja wieder schön ausschauen. Und nicht da, der dann ein Loch drin haben. Da habe ich mir gedacht, das schaut dann auch blöd aus. Dann mache ich es lieber so und es hat funktioniert. Ja, und das war gestern mal Tagesarbeit. Ja, und dann der Achse wollte ich eigentlich weitermachen wegen die Manschetten, aber das habe ich nicht aufgekriegt. Dann habe ich das erst einmal bleiben lassen und habe es erst einmal geflutet mit Rostlöser. Vielleicht löst sich es dann ein bisschen. Mal gucken, zur Not nehme ich den Gasbrenner und mache das Ganze mal heiß. Irgendwie lösen sich die dann schon und dann kriegen wir das runter. Ja, und ansonsten ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Zaun habe ich, wie gesagt, versetzt. Das ist erledigt. Und das war ja, wie gesagt, das Wichtigste jetzt erst einmal. Ja, Hühnerstall habe ich gestern Abend dann noch sauber gemacht, gründlich. Und wieder ganz normal gegen die Milben halt bekämpft. Ich habe wieder Kieselgur gestreut. Und die Nester unten alles sauber gemacht. Habe ihnen frischen Quarzsand runter. Halt die üblichen Arbeiten, die ich sowieso immer habe. Ja, soweit. Das dürfte es eigentlich ziemlich gewesen sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, ob ich da noch irgendwie dazukomme, ob heute noch irgendwas passiert. Ich glaube aber eher nicht. Ich gehe jetzt dann erst einmal hoch zum Frühstücken. Das habe ich heute noch nicht gemacht. Ich bin seit 5.30 Uhr auf. Ja, mal gucken. Ja, und was ich mir überlegt habe, ich werde jetzt dann demnächst einmal meinen Vater involvieren. Ich habe ja seit längerem schon einen kleinen Plan. Das steht ja in meiner Kanalinfo unten drin, wenn es mal so weit ist. Also den Schweinestall unten, ich habe die Hühner hinten in der verfrachtet und den Schweinestall abgetrennt. Und ja, der ein oder andere hat es schon gelesen oder hat schon mitgekriegt. Ich habe ja so ein wenig die Vorstellung, ich möchte Husumer Sattelschweine haben. Einfach einmal zwei Stück über den Winter. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich hätte auch schon einen Abnehmer quasi für das, was ich selber nicht verwerten könnte oder brauchen könnte. Also der Metzger, wo ich es dann schlachten lassen würde, der würde das restliche Fleisch dann auch aufnehmen und weiterverkaufen. Ganz klar. Ja, und für mich halt für den Eigenbedarf, dass man halt einfach mal wegen Schnitzel oder allgemein halt einfach selber wegen Fleisch daheim hätte. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Wir hatten letztens wieder Hackfleisch. Ja, ich meine, wir sind mir selber schuld, da kauft man es günstig ein. Günstig in Anführungsstrichen, schmeißt es in den Topf und was bleibt übrig? Ein Haufen Wasser und ja, vor einem Pfund Hackfleisch, das ist dann nicht mehr viel. Aber das ist halt bei einer Großfamilie, dann ist das Geld ein wenig knapper. Ich meine, wir leisten uns jetzt da nicht ständig irgendeinen Luxus oder was, dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt das Geld. Mein Handy ist auch schon wieder eigentlich ein Jahr alt und da kaufe ich mir alle heiligen Zeiten einmal eins. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Geld für Luxusartikel rausschmeiße und fürs Essen dann alles nur das Billigste vom Billigsten. Nee, auf keinen Fall. Und ja, ich sage eigentlich die ganze Zeit schon, ich möchte jetzt selber ein paar Schweine. Einfach, wir haben die Möglichkeiten dazu und ja, man weiß einfach, wo es herkommt, man weiß, was man produziert hat. Das ist eigentlich schon lange mein Ziel. Ich habe mir ja im Herbst letzten Jahres, war das, muss im Oktober gewesen sein, da habe ich mir hier in Kulmbach welche angeschaut, die haben das. Und ja, also ich bin von der Rasse da bin ich überzeugt, die gefallen mir. Das ist ja mehr oder minder eine aussterbende Rasse, könnte man sagen. Und ja, die wächst eher langsam, nicht wie die modernen Schweine heute, die dann ruckzuck da ihr Schlachtgewicht haben, sondern die wachsen eher langsam. Und mein Ziel ist es ja, wie gesagt, ich möchte einfach was, wo ich dann weiß, was ich habe. Und wenn ich das auch ganz Jahr lang durchführe oder länger, das macht mir überhaupt nichts.
Ich habe mir auch schon gedacht, eventuell dann die Möglichkeit, da muss ich aber noch einmal mit dem Veterinäramt bzw. mit dem Amt für Landwirtschaft klären, wie das ausschaut, wenn die da unten in dem Stall drin sind. Was ich noch an bauliche Maßnahmen machen müsste, dass ich sie auch im Hühnergehege laufen lassen könnte. Ich meine, da würden beide Tierarten profitieren davon. Also getrennt natürlich voneinander, nicht zusammen, weil weiß ich nicht, ob das gut geht. Aber wenn ich sie getrennt, dann hätte ich zum Beispiel die Schweine zuerst draußen, die wühlen draußen ein wenig um, dann schütten wir ihnen ein wenig Wasser rein, dann können sie sich suhlen. Die Hühner freuen sich ja auch, wenn dann was nass ist. Ja, und dann anschließend die Schweine wieder eingesperrt und die Hühner ausgelassen. Dann freuen sich die Hühner, weil umgegraben ist, dann finden sie auch ein paar Würmler. Beziehungsweise, ja, wenn der Boden einfach ein wenig umgewühlt ist, das ist für die Hühner auch schön, dann haben sie auch was zu kratzen. Und das ist eigentlich schon lang so mein Ziel, wo ich sage, wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich das doch haben. Dann möchte ich das machen. Ja, reift eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt, aber immer wieder dann so. Das war wie das damals mit dem Futter, was ich vom Supermarkt immer kriege, mehr geworden ist. Wo ich dann gesagt habe, naja, eigentlich zum Wegschmeißen, die Bohnen zum Beispiel, die könnten wir alle dämpfen und könnten die Schweine geben. Also bei den Pferden habe ich es probiert, die mögen sie nicht, die Hühner picken auch bloß dran rum und dann bleibt das Zeug liegen, die sind da auch nicht der Bau davon. Also ich habe das alles schon versucht, quasi gedämpft bzw. gekocht und dann verfüttert, aber wollen sie nicht. Ja, und da denke ich dann so bei den Schweinen, das wäre natürlich super Futter. Bzw. dann der Überschuss an Brötler, Labler oder Brötchen. Da könnte man dann auch immer irgendwas zufüttern. Wo ich halt wie gesagt denke, naja, man könnte, wäre vielleicht nicht verkehrt. Klar, muss man halt auf die Verträglichkeitsliste vor die Speisereste, beziehungsweise vor die Lebensmittel achten, die man verfüttern darf, weil Speisereste sind ja verboten, so. Aber, also mein Ziel ist es, mal gucken. Da muss ich jetzt aber erst einmal mit dem Vater drüber plaudern. Weil das ziehe ich ja eigentlich schon länger jetzt mit mir rum und denke mir so drüber nach und bin jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden, wie es denn jetzt ausschaut. Die hätten wieder einen Wurf, ob ich jetzt welcher will. Dann habe ich gesagt, nee, im Moment immer noch nicht. Ich habe ihn immer noch nicht so richtig. Ist halt immer noch seine Entscheidung, es ist sein Hof. Ich kann nicht einfach hergehen und kann hier jetzt entscheiden, ich will jetzt Schweine, ich will jetzt Kühe, ich will jetzt das oder das oder jenes. Der haut mich raus. Also das kann ich nicht einfach machen. Ich musste schon vorher mit einer abklären. Ja, die Beiträge, Tierseuchenkasse und. Ich meine, das würde ich dann selber bezahlen. Das ist, wie gesagt, das ist meins. Mein Hobby oder meins, was ich halt machen möchte. Was ich mir so vorstelle. Und ich muss ihn halt noch überzeugen. Mal gucken, was wird. Vielleicht, dass es dann im Herbst, irgendwie ja mal. Da gucken wir mal. Na gut, so viel dazu. So, nun ist schon wieder Montag, ach Gott, und morgen kommt das Video. Viel passiert ist schon wieder nicht, eh klar. Irgendwie fehlt im Moment die Zeit. Na gut, gestern ist nichts passiert am Sonntag. Da waren meine anderen unterwegs, die halbe Familie. Die haben für meine Schwester ein Auto geholt, die macht Führerschein. Ja, und die haben ihr Auto geholt jetzt. Ja, was ist aber wenigstens noch passiert? Ihr könnt euch alle erinnern, ich habe gesagt, Loch im Tank, ne? Ja, lang überlegt, was macht man, Hartlöten, Weichlöten, selber schweißen. Ja, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich fahre trotzdem zu meinem Schweißer, dahin, wo ich auch schon das Schutzgas holen wollte, was dann leider nicht geklappt hat. Ja, da habe ich heute angerufen und habe nicht gefragt, wie es ausschaut. Ja, er ist momentan noch unterwegs. Ich soll auf hier rum mal rüberkommen. Wie groß ist denn das Loch? Ja, dann war ich drüben. Habe ich es ihnen gezeigt. Fast ein wenig zerglatt zum Schwarzen. Da hat er es noch ein bisschen größer gemacht. Und dann hat er es per Wick zugeschweißt. Ja, und das Ergebnis sieht wie folgt aus. Also, für meinen Zweck tipptopp in Ordnung. Er hat jetzt gesagt, am besten nicht mehr glatt schleifen. Das passt soweit. Das ist eigentlich auch richtig schön glatt, wenn man das so sieht. Da ist eine kleine Beule ist drauf, aber da läuft sowieso das Band drüber, das Tankband. Ja, das hat er mir in 0, nichts geschweißt gehabt. Ja, und dann hat er mir gleich
Weil ich gesagt habe, naja, durchgerostet ist er nicht, sagt er, nee, hat er schon gesehen, ist durchgescheuert. Da hat er mir gleich noch ein Gummiband mitgegeben. Also eigentlich ist es ja kein Gummiband in dem Sinn. Das sind diese Lamellenvorhänge, wie es in Metzgereien oder an Durchgängen halt gibt. Da hat er mir ein Stück runtergeschnitten. Und das hat er mir auch dazu gegeben. Sagt er, die sind nicht schlecht. Ölbeständig, säurebeständig und, und. Da soll ich mal was zurechtschneiden. Und beim Tank dann genau unter die Bänder drunter legen. Und dann sollte ich Ruhe haben. Ja, und das werde ich selbstverständlich machen. Die Idee ist klasse, das ist genial. Vorher waren ja da so Filzeinlagen drin, da habe ich glaube ich noch eine. Sowas da. Bloß der Nachteil am Filz ist natürlich, wenn es mal regnet, dann hat man, lassen wir uns mal ein Muster. Wenn es regnet, dann hat man das Wasser im Filz drin und es steht da. Und dann ist der Tank da irgendwo ein wenig angescheuert, dann fängt das Rosten an. Und geht mir kaputt. Und ja, mit den Gummimatten habe ich das Problem dann immer. Das trocknet wieder schön ab. Darum kommen die dann rein. Ja, soweit klasse. Was hat mich das Ganze gekostet? Jetzt kommt nämlich der Clou. Ich frage da noch, was verlangst du, was kriegst du? Nee, passt schon. Ich kenne deinen Vater. Wir machen das untereinander schon mal wieder aus. Ich habe schon mal wieder was zu reparieren oder was. Das passt soweit. Also ich sage in diesem Sinne, falls mein Schweißer das sieht, danke noch einmal, echt klasse Service. Finde ich super. Ja, wie gesagt, der Tank ist fertig. Da kann es dann demnächst weitergehen. Ja, eigentlich die Vorderachse wollte ich machen. Der Vorder hat mir oben die Oberteile hier gelöst. Die sind jetzt locker hier. Das muss ich bei Gelegenheit dann noch Hüben auf Rüben tauschen. Ja, wollte ich eigentlich die Woche. Eigentlich wollte ich ja mit dem Motorhaum anfangen. Man kommt halt nicht zu allem. Dafür habe ich wenigstens die Woche die letzte Woche den Werkzeugkasten geschafft. Ist ja auch schon mal viel wert. Der ist fertig. Den kann ich jetzt dann endlich wieder benutzen. Und ja, wie gesagt, das ist doch auch schon mal was wert. Und der Tank ist fertig. Das sind doch zwei Dinge, wo ich sage, wenigstens was. Ja, zu einem Feld von oben. Da hat mir jemand geschrieben, na, das schaut aber ganz schön braun aus, ob das so muss. Ja, das muss so. Das ist eigentlich die Wintergrasmischung, die im Winter aufgehen sollte als Begrünung. Ja, die ist halt jetzt aufgegangen, sonst ist sie vertrocknet. Das ist eigentlich schon stehendes Heu, könnte man sagen. Das ist richtig trocken. Gar keine Feuchtigkeit mehr drin. Ja, das ist halt komplett ausgetrocknet jetzt. Ja, und die grünen Stellen, die man von oben sieht, sind einmal unsere Sonnenblumen, die im Frühjahr reingekommen sind. Wer sich erinnern kann, wie ich die Wiese abgeschleppt habe, da hat mein Vater hier gesät. Ja, jetzt kommen vereinzelt ein paar Sonnenblumen hoch. Also das sind da ein paar, da oben ein paar, da oben laufen ein paar. Ja, das sind Disteln da noch. Das sind Sonnenblumen. Da sind ein paar Sonnenblumen und da ist ein schöner großer Träubel. Ja, es ist nicht die Welt, aber immerhin, es kommt ein bisschen was. Vielleicht kommen noch mehr, wenn nicht. Wie gesagt, es ist Stilllegung dieses Jahr. Da wird normalerweise nichts dran gemacht. Offiziell vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten könnte ich jetzt hergehen und könnte das Ganze abernten. Aber das ist egal. Jetzt warte ich erst einmal ab. Das andere Heu, was ich da unten noch kriege, da kommt auch noch ein bisschen was zusammen. Und dann sehen wir weiter. Ja, da sieht man noch mal schön die Sonnenblumen. Die ersten sind schon mehr oder minder verblüht. Die sind voll mit Kernen. Also theoretisch könnten wir sie auch abernten. Da hat man die Sonnenblumenkerne innen her. Ja. Wie gesagt, das ist Stilllegung des Jahres. Ich könnte es als Heu nutzen. Wenn ich jetzt die Stellen rauslasse, wo die Sonnenblumen sind, dann ginge das ja. Und da warte ich einmal noch. Ja, und dann bin ich gefragt worden wegen die Kartoffeln, ob ich die dann mal wieder zeigen kann. Ja, klar. Lässt sich einrichten. Schön ist, wir hatten jetzt die letzten zwei Tage schon wieder. Ja, es waren 22 Liter Regen auf dem Quadratmeter. Also grün sind sie noch.
Ja klar, ein paar Hängen, ist klar. Da hat das Wasser dann doch gefehlt. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen stehen sie ganz gut da. Zwecks Kartoffelkäfer, da habe ich im Moment auch keine Probleme mehr. Die sind, ja, ich sage mal größtenteils weg. Da werde ich eventuell in ein, zwei Wochen, je nachdem wie schlimm es ist oder was, falls ich noch mal was finde, weil ich da dann noch einmal meinen Sud spritzen. Einen kleinen Rest habe ich noch. Ich habe mir noch mal was angesetzt. Und ja, dann sollte es eigentlich passen. So wie gesagt, ist es top in Ordnung. Käfer hatten wir keine. Hier mal eine Pflanze im Detail. Im Gegenteil, ein Marienkäfer krabbelt drauf rum. Ja, also wenn man es so sieht, da war ja Fraßtätigkeit. Aber die sind alle weg. Ja, das freut mich auf alle Fälle. So stehen sie gut da. Am Probestich habe ich gemacht. Ja, noch sind sie relativ klein, ist klar. Wir haben sie auch relativ spät erst rein. Das war um den 1. Mai rum. Und ja, ich sage mal, die Kartoffeln. Wir werden sie wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober erst ernten. Vorher wird es wohl eher nichts werden. Aber im Großen und Ganzen passt es. Ja, so viel zu den Kartoffeln. Wie gesagt, hier noch einmal ein kleiner Schwenk drüber. Grün sind sie. Ja, man sieht, da kommen jetzt wieder ein paar Sonnenblumen noch raus. Jetzt hat es Regen gegeben. Die Samen gehen jetzt auch noch auf. Unkraut haben wir natürlich wieder. Das gehört wieder weg. Da brauche ich mal wieder eine Musestunde. Dann stelle ich mich wieder rein und rupfe das Zeug einfach raus. Ja klar, hier unten in die Dämme natürlich. Wir haben jetzt da nicht mehr gekackt, sind nicht mehr durchgefahren. Da ist jetzt auch relativ viel Unkraut noch aufgegangen. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Aber sonst stehen sie ganz gut da. Und ja, schauen wir mal, bin ich auf die Ernte gespannt im Herbst. Ich halte euch da auf alle Fälle weiter auf dem Laufenden, falls ich nochmal Käfer oder was sehe. Also bislang, wie gesagt, tipptopp, nichts mehr zu sehen. Und falls doch, berichte ich natürlich. Ist jetzt, wie gesagt, eine biologische Variante gewesen. Ich will halt nicht das chemische Zeug einsetzen, auch wenn ich es dürfte. Aber wenn man es vermeiden kann und wenn man sich sparen kann, dann sage ich ganz ehrlich, warum soll man es machen? Dann macht man es doch auf biologischen Weg. Gut, soviel zu den Kartoffeln. Und als Schlusswort fürs heutige Video. Ja, ist schon wieder soweit und es wird, wie gesagt, nichts passiert. Aber ich habe meinen Vater darauf angestoßen, wie es denn ausschaut, wenn ich mir ein paar Schweine halten möchte. Ja, der Blick war gut. Noch mehr Arbeit. Warum du immer noch mehr Arbeit brauchst, noch mehr Arbeit brauchst. Ja, Arbeit macht es natürlich. Aber ich denke mal, die Arbeit wird sich doch rentieren. Die Möglichkeit habe ich ja. Ich stehe ja jetzt gerade im Stall. Ich habe hier zwei Boxen. Eine da, eine da. Und ja, ich habe wie gesagt vor, zwei oder drei Husumer Sattelschweine herzutun. Also der Plan vom Anfang sieht so aus. Erst einmal ein paar Sauen großziehen und später dann natürlich, das ist ja das Sinn und Zweck, also an alle Tierschützer, entweder jetzt weghören oder wie auch immer, für den Eigenbedarf natürlich schlachten lassen. Wird dem einen oder anderen nicht passen, wenn ich das sage, aber wie gesagt, es ist halt nun mal ein Nutztier. Ja, und wenn das alles so weit funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann eventuell wirklich sagen, eine Sau, einen Eber und selber züchten. Ja, so wäre das Ziel. Und ja, ich habe heute das Veterinäramt angerufen. Veterinäramt sage ich, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Coburg angerufen. So, weil die sind zuständig für uns. Habe denen geschildert, was ich vorhab. Da war eine junge Dame dran. Dann hat sie gesagt, also grundsätzlich sowas findet sie immer sehr schön, wenn es Kleinbetriebe gibt, die das umsetzen wollen, wenn das machen wollen. Ja, ob denn überhaupt ein Betrieb vorliegt. Wir bräuchten ja Betriebsnummer. Dann sage ich, nee, Betrieb ist kein Problem, haben wir. Ja, existiert da schon ein Stall oder muss das gebaut werden? Sage ich, nee, Stall existiert noch. War aber das letzte Mal ca. 35 Jahre her, dass der belegt war. Okay, müsste das Veterinäramt jetzt klären, wird der Stall mir so zugelassen? Oder wollen die irgendwelche Auflagen, hat sich was geändert? Kann auch sein, dass ich eine komplette Einzelabnahme brauche. Also zulassen werden sie wahrscheinlich schon.
Der nächste Nachbar ist von hier aus Luftlinie circa, ja, 75 bis 100 Meter weg. Und ja, der Stall, den gab es ja früher im Endeffekt auch schon. Ist ja ein Altbestand, ich baue ja hier jetzt keinen neuen her. Es soll ja wirklich zum Eigenbedarf hier drinnen einfach ein paar kalten werden. Und ja, dann habe ich eben auch angesprochen, zwecks Auslaufhaltung, dass ich sie auch rauslassen möchte. Das ist jetzt wieder eine Einzelfallentscheidung definitiv fürs Veterinäramt. Das entscheiden nur die, weil ob ich die rauslassen darf, was ich für Auflagen erfüllen muss, was ich alles brauche, entscheidet quasi das Veterinäramt dann wieder. Also nächster Schritt ist dann, mich mit dem Veterinäramt auseinanderzusetzen. Tierseuchenkasse habe ich schon geguckt. Da ist der Betrag bei 1 Euro pro Schwein. Ja, also sehe ich das jetzt nicht so dramatisch. Und dann schauen wir halt einfach mal mit dem Betrieb, wo ich sie herhaben will, weil ich mich jetzt dann auch nochmal auseinandersetzen müssen. Die werde ich dann auch nochmal anschreiben, anrufen, wie auch immer. Die haben am 5. August, glaube ich, haben sie wieder Hoftag, also quasi so verkaufsoffen, könnte man sagen, in ihrem Hofladen. Und Schweinebesichtigung, Verköstigung. Da werde ich wahrscheinlich nochmal hochgehen, mal angucken. Und dann werde ich einmal ausmachen, dass ich da mal 3 nehme. Wie gesagt, bis dorthin habe ich noch ein bisschen was zu erklären, zwecks Veterinäramt, Tierseuchenkasse und natürlich diese HI-Tier. Das ist dieses, ja, wie heißt es jetzt wieder? Gute Frage. Da geht es auf alle Fälle drum, da muss man die ganzen Bestände für die Viecher, die Abgänge, die Medikamente, die Eingänge und, das wird da drinnen erfasst. Ich nenne es jetzt einfach mal Erfassungssystem. Ich muss jetzt wieder nachgucken. HIT heißt das normalerweise, also HIT. Mobiltelefon nicht einstecken, kann man nicht gucken. Ist auf alle Fälle. Ich kann mir den Namen einmal nicht merken. Da müsste das alles dann registriert werden und wenn ich dann quasi vor die Hühner was schlacht oder vor die Schweine was schlacht oder wie auch immer, das ist dann quasi, das zeigt es in dem dann an und wird da der registriert. Und ja, dass das halt alles seine Ordnung hat. Gut, in diesem Sinne, ich würde sagen, das war's dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und spätestens beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wie es jetzt weitergeht. Servus!